psychiatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz haben in den letzten 12 Jahren 180 große Projekte abgewickelt, um eine bedarfsgerechte Altersversorgung aufzubauen. Und das wohl anspruchsvollste war das Qualitätsmanagement-Projekt, da es alle Mitarbeiterinnen und Patientinnen betroffen hat. Ja, es ist eigentlich eine Kombination aus optimierten Kommunikationsstrukturen und optimierten Prozessabläufen. Und in der Kombination daraus ergeben sich deutlich verbesserte Informationstransfers in den interdisziplinären Teams. Und daraus erfolgt natürlich dann wieder die bessere und nachvollziehbare Qualität der Angaben, die notwendig sind für eine optimale Betreuung der Patientinnen und Patienten. KTQ schafft es, einen Bogen zu spannen. Von der Pflegewissenschaft zur Pflegeforschung über Evidence-Based Nursing hin bis zur Praxis. Und zwar zur Praxis mit individuellen Pflegemodellen und Pflegekonzepten. Durch die vielen Besprechungen im Rahmen dieses Zertifizierungsprozesses war es uns ja möglich, uns wirklich intensiv auszutauschen. Verschiedenen Teams, der verschiedenen Bereiche, und dadurch ist sehr viel mehr Verständnis für die Besonderheiten und für die Schwierigkeiten auch der verschiedenen Arbeitsaufträge entstanden. Ja, da sind wir sehr stolz, dass wir von einem sehr gestrengen externen Visitorenteam aus dem Ausland als Leuchtturm Europas in der ersten europäischen Verbundzertifizierung nach KTQ ausgezeichnet wurden. Das scheint also doch Nachahmer zu finden und eine gewisse Vorbildfunktion zu erlangen. Nachdem die Brustkrebspatientinnen durch 8 unterschiedliche Disziplinen durchlaufen, ist es ganz wichtig, dass gemeinsame Standards erarbeitet werden. Diese betreffen zum Beispiel die Diagnostik, die Therapie, die Chemotherapie, die operative Therapie, die Strahlentherapie und die Nachsorge. Ja, man kann also sagen, dass das Tumorboard eine zentrale Rolle im Brustzentrum Graz ganz einfach einnimmt. Ziel dieser interdisziplinären Fallbesprechung ist es ganz einfach, eine konsensuale Entscheidungsfindung für die mögliche Therapieempfehlung für einen behandelnden Arzt zu geben. Gerade bei der Diagnosestellung ist es ganz wichtig, dass die Patientinnen ausreichend Informationen bekommen, damit sie auch wissen, was mit ihnen passiert, denn sie müssen ja auch ihre Zustimmung geben. Es ist das, mit gemeinsamen Richtlinien diese Arbeit durchzuführen, und all das sind wir hier im Klinikum, LK-Universitätsklinikum, bemüht, tatsächlich für die Frau umzusetzen. Ja, die Weiterentwicklung ist natürlich, dass das Brustzentrum perfekt organisiert ist und perfekt für die Patientinnen funktioniert. Und in dem Sinn ist natürlich die Einrichtung eines Tumorzentrums, wo wir heute von einem einzigen Tumor sprechen, nämlich vom Mammakarzinom, das gleiche gilt aber für alle anderen Tumortypen, wo das optimal abläuft, haben die Menschen die beste Chance, diesen Tumor zu überleben und auch geheilt zu werden. Zurzeit sterben in der Steiermark noch 220 Frauen jährlich am Brustkrebs. Unser Grazer Brustkrebszentrum wird einen Beitrag dafür darstellen, so glaube ich, dass diese Zahl in Zukunft reduziert werden kann. Wir haben von Anfang an eine eigene Statistik, Leistungsstatistik, Outcome-Statistik geführt, aber wir waren trotzdem irgendwie im luftleeren Raum. Also wir haben nicht gewusst, wie liegen wir jetzt wirklich. Dann ist eben dieses Benchmark-System gekommen, und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mit den anderen zu vergleichen. Und da gibt es immer wieder die Aha-Erlebnisse, dass wir in manchen Bereichen ziemlich starke Abweichungen haben. Und genau das ist der Punkt, wo wir dann ansetzen können und auch ansetzen. Die Analyse dieser verschiedenen Qualitätsindikatoren zeigt, dass die Prozesse, von denen wir aus der wissenschaftlichen Literatur wissen, dass sie für gute Qualität ausschlaggebend sind, dass diese Prozesse auf stabil hohem Niveau in den teilnehmenden Einrichtungen gehalten werden können. Weil der Vorteil von dem Benchmarking ist ja unter anderem für uns, für mich als Psychologin und für die anderen Therapeuten, Schwestern, Ärzte, die in diesem multiprofessionellen Team arbeiten, dass wir einen Gesamtüberblick über den Patienten kriegen, der rasch ist und der effizient ist und der uns dann ermöglicht, eine möglichst optimale Therapieplanung für den Patienten zu gewährleisten. Die Entwicklung der geriatrischen Wissenschaftlichkeit, auch in Bezug auf die Versorgungsforschung dieser Patienten, ist erst
am Anfang und ich glaube, wir haben rechtzeitig und auch richtigerweise uns gerüstet, um in diese Diskussion auch in Zukunft voll einzusteigen. Das ist sehr spannend.